figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodcock und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden, aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt die Hüterin der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben Sie jetzt damit? Ich werde das Behältnis lassen, wie es ist. Das freut mich zu hören. Ich habe nachgedacht. Was ist, Professor? Das ganze Jahr habe ich versucht, unsere Reise vor allen geheim zu halten, sogar vor Professor Weasley. Jetzt frage ich mich, ob ich Sie und auch die anderen früher hätte einweihen und Ihnen vertrauen sollen. Die Hüter wollten dieses Geheimnis für immer verwahren. Wie lange bewahren Sie es? Ich will es vorerst bewahren. Aber wenn ich bereit bin, will ich meinen Vertrauten alles erzählen und ihre Hilfe annehmen. Das hätte Miriam wohl auch gewollt. Wir sollten anderen vertrauen. Wenn es jemanden gibt, der dieser Aufgabe gewachsen ist, dann sie. Die Arroganz der Zauberwelt. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Ranrock. Er war nie deins. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, wichtigtuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber aufgibt. Thank you.
meine junge Freundin. Die Welt der Zauberei könnte nicht in besseren Händen sein. Ja. Professor Eleazar Fick. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fake? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Wir müssen uns möglichst bald... Unglaublich, dass wir Fick verloren haben. Ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber er war ein guter Mann. Gut, dass Weasley Fick so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte, mein Onkel hätte das auch gehabt. Ich frage mich, ob Anne mich treffen will. Sebastian, ich kann mir nicht vorstellen, was du und Anne durchmacht. Vielleicht hörst du bald von ihr. Das hoffe ich. Ich... Lass es dich wissen. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rockwood zu tun. Angeblich hat er dich vor Ollivanders Laden angegriffen. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen. Und so war es auch. Aber das ist es nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rockwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Renrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rockwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Es waren die Anhänger. Schon immer. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Nach Rockwoods Bündnis mit Renrock wurde Isidoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rockwood in der Nacht von Annes Fluch dort. Er arbeitete mit Renrock zusammen. Als er deine Schwester sah... Naja, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht und sie für immer verändert. So grausam. Rockwood hat bekommen, was er verdient.
Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind. Aber es war nie so einfach. Ominous hat mit Anne gesprochen. Ob sie mich wohl sehen will? Ich finde es heraus und melde mich, wenn ich mehr weiß. Ja, und das war das gute Ende von Hogwarts Legacy. Jetzt kommt nur noch der Hauspokal und damit auch der Abschlusspartner. Aber das erst im nächsten Part. Tüdelü. Figure it out. I'll make it look like I'm losing.